Ein Hauch von Filmklemmer wehte am Freitagabend durch die Havelstadt im Blitzlichtgewitter. Die bekannte deutsche Schauspielerin Natalia Wörner, die in dem Fernsehfilm die Diplomatin Carla Lorenz spielt. Diese bemüht sich in dem Streifen um die Freilassung von zwei deutschen Geiseln auf den Philippinen und hat dafür extra Nachhilfeunterricht bei Deutschlands oberstem Diplomaten, Außenminister Steinmeier, genommen. Das war eine großartige Erfahrung für mich und es war ganz toll, dass der Minister mich mitgenommen hat und ich ihn und seinem Stab da 4 Tage lang zuschauen konnte. Steinmeier hatte die attraktive Aktrice mit nach Jordanien genommen und ihr dort das Einmaleins der Außendiplomatie beigebracht. Für Natalia Wörner waren diese Einblicke ein echter Gewinn. Da konnte man sehr viel lernen, vor allem wie so ein ganzer Apparat kommuniziert, ja, und in welcher Komplexität das funktioniert. Das war für mich nicht nur hilfreich, sondern notwendig. Das hätten Sie sich vorher anders vorgestellt. Es ist ja so, man macht sich Vorstellungen und dann muss man sie von der Realität irgendwie neu erfinden lassen. Und das ist ein Teil der Recherche, das mache ich für andere Rollen auch. Und in dem Fall war es eben ganz nah an dem, was Realität ist. Während sich die Kinogäste zusammen mit der Schauspielerin dann den Film anschauten, war der Außenminister immer noch in Sachen Diplomatie unterwegs. Er hatte sich wegen der Syrien-Außenministerkonferenz in Wien verspätet, sich es dann aber doch nicht nehmen lassen, in der Havelstadt noch vorbeizukommen. Dennoch war ihm klar, dass der Fernsehfilm das Auswärtige Amt nicht nur ins positive Licht rückt. Ja, ich habe ja geahnt, dass das kein Werbefilm für das Auswärtige Amt werden würde. Aber schädlich ist es bestimmt nicht, dass man auch als Schauspielerin ein wenig Einblick bekommt in unsere Arbeit. Und den hat sie bei der Reise, glaube ich, mitbekommen. Und ansonsten hat sie auch mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Diplomatin bei uns aus dem Hause Kontakt gehabt, sodass ein bisschen vielleicht von unserem Alltag eingeflossen ist in dem Film. Natalia Wörner ist ja ohnehin eine sehr flexible, wandlungsfähige Persönlichkeit. Immerhin hatte sich der Fernsehstar bereits 2011 für den Playboy von Karl Lagerfeld nackt fotografieren lassen. Sie stehe nach wie vor zu den Bildern, erklärte sie dem Reporter und signierte das Männermagazin. Können Sie mir hier noch auf diesem schönen Heft kurz unterschreiben? Ja. Dazu stehen Sie heute aber auch noch. Natürlich. Beim Signieren des Playboys wollte sie dann aber doch nicht gedreht werden. Sie müssen es aber nicht filmen. Vielleicht ist es ihr dann doch ein wenig peinlich, jetzt wo der große Schauspielruhm da ist und sie sich mit dem Außenminister trifft. Eine Diplomatin nackt, das ist dann doch schon eher ungewöhnlich und verträgt sich nicht ganz mit ihrem neuen Image. Sollte der Start der Diplomatin erfolgreich verlaufen, dann soll weiter gedreht werden. Vielleicht bekommt ja Frank-Walter Steinmeier auch mal eine Rolle und nimmt dann bei ihr Schauspielunterricht.